freue mich, dass Sie alle hier sind und möchte mit einer noch interessanteren Veranstaltung folgen und begrüße nicht nur Sie sehr herzlich, sondern auch die Zuschauer bei Castor TV Livestream. Ich hoffe, Sie werden einen ergiebigen Abend vor sich haben. Ich stelle Ihnen kurz die Personen vor, die hier sitzen. Ich bin der Moderator. Ich verstehe von dem Ganzen erheblich weniger als alle anderen, die hier am Tisch sitzen. Und deshalb sitzen Sie auch hier. Zuerst dachte ich, es würden zwei Seiten sein. Eine Seite Befürworter, eine Seite Gegner. Aber das hat sich ergeben, dass die Sitze gemischt sind. Ich fange mal von links an. Ich habe hier links sitzen Frau Stormy Anne-Kipp-Mildner, die mir erklärt hat, dass ihr schöner Vorname Stormy nicht aus einer wilden Kindheit stammt, sondern der von ihrer Mutter ist. Neben mir sitzt, Frau Mildner war früher bei der Stiftung Wissenschaft und Politik und ist jetzt im Bundesverband der deutschen Industrie tätig. Neben mir unmittelbar links sitzt Dr. Vollbrecht, der ist Dr. Jürgen Borchert, er ist hessischer Landessozialrichter, also Sozialrichter im Oberlandesgericht in Hessen. Neben mir rechts sitzt dann Frau Henkel. Sie ist Sprecherin des Arbeitskreises für Umwelt und Klimaschutz und internationale Umweltpolitik im BUND. Neben mir sitzt, dessen Name schon vergeben wurde von mir leider, Herr Vollbrecht. Er ist Wirtschafts- und Finanzreferent bei der EU-Vertretung hier in Berlin. Und ganz rechts sitzt Herr Peter Fuchs, der die sehr mutige und investigative Website PowerShift gegründet hat und macht. Ich glaube, er war einer der ersten, die veröffentlicht hat. Die Fragefolge soll heute ungefähr so bleiben, dass 6 Fragen gestellt werden zu 3 verschiedenen Themenbereichen. Es werden ganz sicher einige Themenbereiche, die Sie interessieren, heute nicht in diesen Fragen vorkommen. Das überlassen wir dann der Diskussion. Zu jedem der Themenbereiche werden 2 Fragen gestellt. An eine Person und eine andere Person hier am Podium wird darauf antworten. Und wir hoffen, dass wir nicht länger als 4 Minuten je Redebeitrag pro Person brauchen werden. Disziplin wurde geschworen hier am Podium. Die gleiche Disziplin, bevor Sie fröhlich klatschen, wird in der Diskussion von Ihnen erbeten werden. Nach einer Stunde sind Sie dann dran mit Ihren Fragen, die dann vom Podium beantwortet werden. Der erste Themenbereich sind die Schiedsstellen, welches Schiedsgericht genannt. Das sind keine Gerichte, das sind Schiedsstellen. Und diese Frage geht an Frau Mildner. Warum, Frau Mildner, brauchen wir Schiedsstellen überhaupt, in denen Unternehmen, die befürchten oder feststellen, dass sie von einer staatlichen Maßnahme geschädigt oder behindert worden sind, gegen den Gaststaat klagen können? Warum brauchen wir diese Stellen?